Nach ihrem Auftritt ohne Kopftuch bei einem Schachturnier in Kasachstan ist die iranische Schachspielerin Sara Kadim am Dienstag in Spanien eingetroffen. Sie sei vor einer Rückkehr in den Iran gewarnt worden, hieß es aus ihrem Umfeld. Kadim hatte letzte Woche an den FIDE-Weltmeisterschaften im Schnell- und Blitzschach in Almaty in Kasachstan ohne Hijab teilgenommen. Ein Kopftuch, das für die Frauen nach der strengen iranischen Kleiderordnung vorgeschrieben ist. Aus ihrem Umfeld hieß es, die Schachspielerin habe Drohanrufe erhalten. Andere Anrufer versprachen demnach, ihr Problem zu lösen, wenn sie in den Iran zurückkehre. Auch Kadims Familie im Iran soll bedroht worden sein. Das iranische Außenministerium reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu dem Fall. Die strengen Kleidungsvorschriften für Frauen im Iran sind im Zuge der jüngsten Unruhen in den Mittelpunkt der Proteste geraten. In den letzten Monaten waren eine Reihe von Sportlerinnen bei Wettkämpfen im Ausland ohne Kopftuch in der Öffentlichkeit aufgetreten.